Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wir sind wieder in Corinnes unterwegs, endlich. Wir waren sehr, sehr lange in der Minenkolonie, in der Strafkolonie. Und wir hatten auch in der letzten Folge jemanden getroffen, der die Minecrawler-Plattenrüstung gebaut hat. Da wollte ich jetzt einmal mit Wolf reden, ob er die vielleicht sogar nochmal machen könnte. Einfach damit wir die vielleicht haben können. Wenn nicht, ist auch okay. Ich habe gehört, du kannst Rüstung aus Crawlerplatten herstellen. Ich habe gehört, du kannst Rüstung aus Crawlerplatten herstellen? Stimmt. Von wem hast du das gehört? Ein Jäger namens Gestart hat mir davon erzählt. Kannst du mir so eine Rüstung herstellen? Klar. Bring mir 10 Crawlerplatten, dann mache ich dir eine. Wie viel willst du dafür haben? Ach, lass gut sein. Ich mache sie dir umsonst. Um der alten Zeiten willen. Ah, nice. Okay, wo ist die Rüstung? Ich will mehr über das Bogenschießen lernen. Alles in Ordnung? Na, das Rest brauche ich nicht. Das mit der Rüstung, wo ist die Rüstung, frage ich jetzt mal nicht. Das wäre ein bisschen dreist. Aber ich will jetzt nochmal bei jemandem, vollkommen egal bei wem jetzt, nochmal Werke verbessern. 5 Punkte auf jeden Fall. Werden wir definitiv irgendwie bei irgendwem hinkriegen. Und zur Not müssten wir die Dinger, die wir für unsere Stärke haben, nochmal ausziehen. So die Ringe, Ketten, Gürtel, was auch immer. Damit wir das nochmal ein bisschen erhöhen können. Für den günstigeren Preis. Aber dann könnten wir auch endlich hier. Könnte ich. Warte, nein, das ist. Nee, das wäre das Bessere. Ich bin auf Zweihand spezialisiert, also bleiben wir bei Zweihand. Ich werde den Fehler beim zweiten Run nicht nochmal machen, außer hier gibt es wieder so eine Zweihandwaffe wie Uriziel. So, mir juckt die Nase hier. Aber wir bewegen uns jetzt auch langsam in Richtung Stardust. Und ich will zusehen, dass wir da bei ihm nochmal wegen Dings hier reden, wegen, wie hieß er nochmal? Wegen Pyroka, genau. Ich wollte Iskaroth sagen, aber Iskaroth war jemand anderes. Ich finde es aber auch interessant, dass Pyroka schon von vornherein seine Eltern ihm wahrscheinlich den Namen Pyroka gegeben hatten und er dann entschieden hatte, Feuermagier zu werden. Und Pyro klingt ja schon nach Feuer und so. Der ist dafür bestimmt, so Feuermagier zu sein. So. Frag mich aber, wie gut ist dann die Crawler-Plattenrüstung? Wenn wir die dann haben. Vor allem, wie viele haben wir jetzt? Wir haben 2, glaube ich, von den Minecrawler-Platten. Wenn ich die jetzt finde. Da, 2. Ja. 2 Stück haben wir. Mal gucken, ob wir irgendwo noch mehr kriegen können. Stimmt, mit Diego können wir nochmal reden. Der kann ja uns nochmal Stärke beibringen. Der ist ja jetzt gleich hier um Ecke, vor seinem Haus. Was ich auch immer noch ganz komisch finde, dass er seine Hütte gleich da oben hat. Obwohl, wir könnten auch die Diebesgilde einfach erstmal weitermachen. Da können wir bei Diego pennen. Da können wir bei Diego pennen ohne Probleme. Und da oben die Blutkelche dann alle schnappen. Ja, dann lass mal das machen. Erstmal die für die Diebesgilde hier.
Moment mal, wenn Diego eigentlich hier eine Hütte hat, hier oben. Ein Bürger, der im oberen Viertel ist. Wieso war er in der Kolonie? Bring mir was bei. Ich kann dich lehren, geschickter zu werden. Nein! Warte mal. Was hatten wir an wegen Stärke? Gürtel der Kraft. Stärke-Bonus. Haben wir keine Ringe an? Bring mir was bei. Bring mir was bei. Ich kann dich lehren, geschickter zu werden. Nein, der kann nur noch Geschicklichkeit beibringen. Wer kann noch Stärke beibringen? Laris war das, glaube ich, oder? Unten. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Oder er hier, wie hieß er nochmal? Hadwa? Harad. Ist jetzt schon eine Weile her, dass du das letzte Mal da warst. Ja, kennen wir. Ich will stärker werden. Ich will stärker werden. Stärke 5. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du bist schon zu gut. Nein. Okay, Laris. Laris muss mir jetzt beibringen, stärker zu werden. Das ist doch lange bekannt. Laris? Hey, du. Bring mir was bei. Bring mir was bei. Stärke? Ich brauch's bitte. Nicht. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Wer kann noch Stärke beibringen? Glaubst du wirklich daran? Was ist mit dem Schmied da hinten? Bitte sag mir, dass der nicht Maximum bei 60 oder 90 hat. Der konnte ja auch beibringen, stärker zu werden. Hey, du. Ich will stärker werden. Ich will stärker werden. Ja! Jetzt kostet 25 Lernpunkte. Oh nein. So, wir haben jetzt. So, warte. So, Stärke-Bonus 4, Geschicklichkeits-Bonus 4, Lebensenergie-Bonus 4. Hier Mana, Schutz vor Feuer, Stärke-Bonus Nummer 10. So. Geschicklichkeits-Bonus, Lebensenergie-Bonus. So, Stärke-Bonus. Dann machen wir die Ringe mit Lebenskraft nochmal rein. Dann können wir jetzt das hier die nutzen. Dann haben wir jetzt 135 und den Rest können wir verkaufen. So, dann ist nur die Frage, wer ist dann noch in der Lage, noch mehr beizubringen, noch stärker zu werden. So, aber wir verkaufen Brian den ganzen Rest. Das ist eine schlimme Sache. So. Was kann ich bei dir Ich könnte. Wo hast du das denn schon wieder? So, dann können wir das, das, die beiden, das alles, das, das alles. Nein, egal. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Warum hört eigentlich keiner auf mich? So, schwarzes Erz behalten wir. Können wir noch verkaufen? Feldrübe weiß ich nicht. Das war genau so, wie du sagst. Ich habe hier so viel Zeug, dass ich eigentlich im Grunde gar nicht brauche. Was ist das? Drachenei? Das Ei ist warm und von innen hört man leises Kratzen. Wolfsfell könnte ich jemand anderen verkaufen. Hier die Kohle.
Hier, Pech brauchen wir nicht, Bergkristall nicht, Silberkelch. Ich bin nicht so sicher. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. So, Drachenblut, habe ich keine Ahnung, wofür man das braucht. Wer sich so aufregt. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Oder geweihtes Wasser, auch null Plan. Sumpfkraut haben wir auch so viel. Hier ist die Krallen, Lockerklaue, Knochen, Stachel, Zähne, Flügel, schwarze Perle, keine Ahnung. Verkaufe ich mal. Ich wäre mir da nicht so sicher. So, Goldbrocken brauchen wir nicht mehr. Goldener Ring, Gletscherquarz. Wir können nur abwarten. Weißt du was? Habe ich noch irgendwas, was wir verkaufen können? So, den hier. Und den. Ach komm, die Felle verkaufen wir auch. Brauchen wir nicht zu Dings gehen? So, hat er irgendwas, das ich brauchen könnte? Wie Crawlerplatten. Nein, okay. Das heißt, wir gehen mal zu Diego ins Haus, pennen da und sehen zu, dass wir da in die Häuser mal reingehen und uns um die Blutkelche mal kümmern. Diego hat anscheinend kein Problem, dass wir hier reingehen. So. Bis Mitternacht schlafen. Ist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Was? Wir fangen mal hier hinten an. So, speichern. Speichern diesmal sehr lange. Gehen eine Truhe nach der anderen an. Vorausgesetzt, hier gibt es eine Truhe. Ah, das nehmen wir mal mit. Okay, hier gibt es keine Truhe. Warte mal. Buchkommode. Gut, gehen wir hier mal raus. Warte mal, da gibt es eine Truhe. Okay, hier gab es nur Gold. So, einmal kurz gucken. Uhrzeit 0:31 Uhr. Gibt es hier noch eine Hütte zum Betreten? Nein, hier gibt es keine. Okay, die Hütte hätten wir. Hier gibt es keine Hütte. Chillt hier vielleicht eine Wache? Thank you.
Nochmal speichern. In der Hoffnung, dass er das nicht sieht. Vielleicht muss ich die auch umhauen, die Wachen. Ich habe keine Ahnung, ob ich die umhauen muss. Jetzt erstmal schauen, gibt es hier eine Truhe? Nein, hier gibt es keine Truhe. Gehen wir hier mal rein. Da gibt es eine Truhe. Bürger? Noch ein Bürger? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, hierfür brauchen wir einen Schlüssel. So, aber da. Goldener Kerzenständer. Ich sehe hier einen Schlüssel. Okay, das ist nice. Blutkelch. So, Blutkelch Nummer 3 von 6. Ja, raus mit dir! Und Bambu. Na bitte, geht doch! Okay, wir müssen uns merken, hier ist ein Haus, das uns fehlt. Also. Warte mal. Kommode. Okay, ist dasselbe Buch, was sonst auch immer war. Aber ey, hier ist ein Bett frei. An den Silberkelch kommen wir nicht. Okay, dann haben wir hier jetzt alle durch. In dem Bereich. Das heißt, nur noch da hinten fehlen welche. So, die Seite. Ich glaube, da hinten fehlt noch. Haus des Statthalters. Ja, das hier nochmal Arbeiter. Richterhauswache. Ah ja, stimmt, der Richter ist ja nicht mehr da, ne? Womit denn? Gab's hier eine Truhe? Ein Sessel? Richter? Bürgerin? Was ist los? Okay. Den Richter lohnt sich nicht. Da gibt's auch nichts. Wir haben 3 von wie vielen insgesamt jetzt wirklich? Also die Blutkelche.
Cassia will, dass ich hier die 6 Blutketten, genau 6 Stück. Truhe. Die will ich knacken. Was sagt die Uhr? 2 Uhr schon. Okay. So, ich hoffe, die kriegen wir geknackt. Raus! Nimm deine Finger weg da! Wer hat das gesehen? Ja, raus mit dir! Ja, raus mit dir! Okay, dann gehen wir hier nochmal rein. Hier gibt es aber noch viel zu klauen. Okay, hier noch nichts geklaut hatten, hier noch nicht drin waren, wer ist denn das? Ein ganz normaler Bürger. Was suchst du hier? Du hast hier nichts zu suchen. Das wirst. Nehmen wir alles mit. Raus hier! Raus hier! Oh, mein Schädel! Raus hier! So, jetzt nochmal. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Raus hier! Dann muss ich dich eben rausprügeln! Raus hier! Ja, raus mit dir! Wache! Jetzt muss ich aber schnell weg. So, hier kann ich aber hin, oder? Bis zur nächsten Nacht, bis zur Mitternacht wieder. Du hast geschlafen und bist ausgeruht, immerhin. Ja, raus mit dir. Wambo. Speicher mal auf die 2. Obwohl, warte, wir könnten ja da oben wieder nochmal versuchen, reinzukommen. Du schon wieder. So. Nehmen wir alles mit.
Mann, mein Kopf. Ja, mach, dass du wegkommst. Ja, raus mit dir. Glaub, die Folge überziehe ich auch mal ein bisschen. Bis wir da alles geklaut haben. So, ich will jetzt diese Truhe noch mal versuchen. Ein Schlüssel. Für was? Für was haben wir jetzt hier einen Schlüssel? Ich würde gern wissen, für was ich jetzt da einen Schlüssel gefunden habe. Ach so, die Hütte, die waren wir schon. In der waren wir schon drin, ne? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Zurzeit ist alles ruhig. Du wegkommst. So. Haben wir Wambo auch einmal zu Klump gehauen? Goldener Kerzenständer? Noch einer. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der jetzt da liegen bleibt. Und ob er jetzt zu uns hochkommen will, also reinkommen will oder wird. Wir haben ihn nicht umgebracht, wir haben ihn nur K.O. gehauen. Silberteller. Ein Silberkelch. Und hier haben wir eine Truhe. Na. Die hat das nicht mitbekommen, nicht wie die anderen. Hier ist aber nicht noch ein Truhe. Wo finden wir jetzt die restlichen drei Dingens? Die restlichen drei Blutkelche. Ich hatte jetzt gedacht, die wären in den Truhen. Anscheinend aber doch nicht. Wo ist Wambo? Nee, jetzt ernsthaft. Halt! Du bist des Diebstahls angeklagt. So lange darfst du nicht hinein. Geh zu Lord André und regle die Sache. Toll. Gut,
Ja, aber eine Frage, so wegen der Blutkelche. Wir haben jetzt 3 davon, meine ich. 3 Blutkelche. Und wir haben haufenweise Schlüssel. So, Turmschlüssel. Turmschlüssel. Torusschlüssel. Turmschlüssel, Turmschlüssel. Blattrundschlüssel, Loose-Schlüssel, Schlüssel an Steinwächter. Verrosteter Schlüssel, rostiger Schlüssel, Kerkerschlüssel. Öffnet das Totenpass zu Tonschlüssel, passt zur Tür der Höhle südlich an seiner Taverne. So, Lagerhaus im Hafen, Tonschlüssel von Xardas, Bibliothek im Kloster, der Schlüssel vom Skelett im Raum 1 und vom Skelett Raum 3. Genossschlüssel. Warte der Ork-Schaman im Ork-Lager vor der Bibliothek der Gelehrten. Hütte von Captain Greg. Skelett im Raum 2. Ah, da haben wir's. Okay. Aber wir haben Turmschlüssel. So, das heißt... Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Verdammt. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, für welchen Turm ist denn das? Ich lege mich hier einmal schlafen, bis es hell ist, damit ich auch besser sehen kann. Weil ich muss da schlafen. So. Leben ist auch wieder voll. Warte, da vorne haben wir auch noch einen Turm. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Den da haben wir ja schon offen. Pablo? Der hat wieder auf jeden Fall ein Schwert. Wo haben wir noch Türme? Die Probleme habe ich kommen sehen. Und wer hat hier alles? Die Probleme habe ich kommen sehen. Der hat nur noch einen Ast. Okay, den hat man mal zu Klump gehauen. Nix hier. Hey, du. Du wirst jetzt in der Stadt bleiben? Du wirst jetzt in der Stadt bleiben? Einer von uns muss ja hier sein, wenn Vatras die Stadt verlässt. Eins wollte ich dir noch sagen. Das war wirklich eine wahre Heldentat, die du in Jakenda vollbracht hast. Leider bin ich mit meinen Aufgaben hier in Korinnes noch nicht am Ende. Schon. Aber ich bin sicher, dass du auch diese meistern wirst. Bewahrer. Bewahrer? Wir werden sehen. So, warte mal. Okay, wir hatten aber auf 150 Erfahrungspunkte für den jetzt nochmal bekommen. Das ist auch schon mal super. Das ist doch kein Geheimnis. Ich hatte das nicht. So, hier haben wir auch nochmal 2 Türme. Jetzt? Ah, jetzt. Okay, nice. Hau bloß ab! Okay. Kann ich das hier auch aufkriegen? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Muss ich jede einzelne Stadtwache einmal kaputt hauen? Kann es sein, dass die alle den Schlüssel haben?
Ich glaube, jede Stadtwache hat irgendwie einen Schlüssel. Speichern wir auf die 2 und hauen den da auch mal kaputt. Ne, der hat kein Schlüssel. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Wenn wir Pablo kaputt hauen, den Turm waren wir schon. Der muss doch bestimmt Schlüssel haben. So, erstmal seine Waffe. Turmschlüssel. Komm, wir fangen mit dem Turm an. Der ist ja der nächste. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Falscher Turm. Ey, ich bin da gerade lustig. Das hat er wirklich nicht verdient. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Hat er vielleicht halt auch noch? Das Warenlager darf nicht betreten werden. Hörst du schlecht? Ein Schritt weiter und ich hack dich in Stücke. Das war ein Fehler. So. Hatten wir hier auch alles schon geplündert gehabt? Ja, hatten wir. Hier auch, okay. Oh, mein Schädel. Halt! Das Warenlager darf nicht betreten werden! Ich hab ihm aufs Maul gehauen und dem ist das egal. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ah! Ja, raus mit dir! Die Probleme. Was denn? Warum hört er eigentlich? Okay, den kann ich nicht kaputt machen. Okay, ich habe ein kleines Problem, was ihn angeht. Meine Meinung will ja keiner hören. Jetzt habe ich wirklich ein kleines Problem. Ich krieg dich noch! Das ist doch kein Geheimnis mehr. So, dann muss ich aber gucken. Wir hatten auch einen Schuldbrief oder Pfandbrief oder sowas. Kann ich, was den angeht, mit. Da haben wir einen goldenen Kelch. Mit Lema? Wo ist denn der Pfandbrief? Pfandbrief. Zur Tilgung der ausstehenden Schulden wird ein Pfand ausgesetzt, der mit seinem Reinwert der Höhe der Schulden entspricht. Pfand verzierter Kelch aus Gold aus der Sammlung der Blutkelche. Gezeichnet Lutero, Händler. Lema, Pfandleier. Ich hätte da mal eine ganz lustige Idee, wenn wir jetzt nochmal hier speichern. Erstmal Meldor. So. So, sein Dolch. Und dann Lema. So. Sein grobes Schwert. Das nehmen wir mit. Ja. Blutkelch. Vierte von 6. Versuch das ja nicht nochmal. Ja.
Vierter von sechs. Sechs brauchen wir, also zwei fehlen noch. Wo können wir den Rest finden? Was ist mit ihm? Zeig mir deine Karten. Zeig mir deine Karten. So, Landkarte Kurine, Stadtkarte Kurine, Karte der Heiligen Schreine. Komm später noch. Ja, ja, du hast nichts Neues. So, wo finden wir den Rest der Blutkelche? Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Er erzählt alles weiter. Vielleicht bei einem der Händlern? Ich find's krass, was der für eine Waffe hat. Meine Meinung will ja keiner hören. So, Bosper. Warte mal. Ein Bett, zwei Betten. Okay. Vielleicht hier nochmal pennen. Also jetzt nochmal pennen. Und hier nochmal reingehen und gucken. Irgendwo müssen die sein, die Blutkelche. So, wieder bis Mitternacht. Okay, noch mehr Truhen haben die nicht. So. Ich will es mal mit der Truhe versuchen. Warte mal, ich speichere nochmal hier auf die 2. Nur um sicher zu gehen. Wir klappern jetzt dann die komplette Stadt hier ab. Okay, hier gibt's keinen. Hier oben liegt eine Blutfliege. So, hat er vielleicht noch eine irgendwo? Da vorne sehe ich eine Truhe. So. Okay, Blutkelche wird wohl schwierig, die restlichen zu finden. Wo müssten wir sonst noch suchen? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Und wer hat alles hier einen Schlüssel? Wo soll ich suchen? Also, so, hier haben wir den nächsten. Konstantino war da, glaube ich, hier, oder? Der hat auch eine Truhe. Oh. Den hatten wir schon gelootet. Wen müssen wir alles durchsuchen? Bestimmt im Puff. Puff müssen wir auch noch durchsuchen. Gehe ich mal von aus.
Oder warte, hier haben wir noch eine Hütte. Oh ja. Schön Eintopf. In Natur verwahrt. Wo hast du das denn schon mal gehört? Nicht alles glauben, was man hört. Einige Probleme erledigen sich sehen. Aufpassen, was man so rumerzählt. Das kann ja nicht ewig sich weiter gar nicht so sicher. So, Walker? Als ob ich nicht schon mitbekommen habe. Das ist ja schrecklich. Nadja? Hier ist keine Truhe. Hier ist auch keine Truhe. Vanya? Hey, du. Ich bin beschäftigt. Mit wem? Okay, hier gibt es keine Truhe. Hier gibt es noch eine Tür. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. So, Bromo. Er erzählt alles weiter. Gerbrand, Bürgerin. Hier könnten wir noch mal rein. Zur glitschigen Forelle. Ist keine Truhe. Oh, da haben wir einen Dolch und einen Fisch. Penia. Er ist zwar selber von der Diebesgilde, aber ich glaube. Ne. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wo ich suchen müsste. Müssen wir vielleicht doch einmal mit Lord Anrik reden? Und uns eventuell freikaufen, sage ich jetzt mal. Das ist ja interessant. Gucken, hat die... Warte mal, wie spät ist das? 1.30 Uhr, okay. Hier haben wir noch eine Truhe. Einfach mal die komplette Stadt looten. Wie es sich auch gehört. Okay, da vorne ist die nächste Truhe. Okay, wo muss ich jetzt wirklich nach den nächsten Blutkelchen suchen? Das ist halt die Frage. Hier Ignaz, hat der vielleicht einen? Ach, was einmal. Hat er eine Truhe? Hatten wir die Truhe schon geplündert? Keine Ahnung, wo ich suchen muss. Ja, wirklich aktuell null Plan. So, ich lege mich jetzt nochmal pennen bis zum nächsten Morgen. Und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich will das mit der Diebesgilde auf jeden Fall fertig haben. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Haben wir diesmal wieder ein bisschen überzogen, ein bisschen länger gemacht die Folge. Ach, erzähl mir.
Ist aber auch, glaube ich, in Ordnung, sowas. Gehen wir hier nochmal rein. Paragon. Schau mal, was ich hier habe. Das ist das Schuldenbuch von Lehmar. Was hast du damit vor? Hier hast du das Buch. Danke. Du hast mich gerettet. Lehmar kann ziemlich ungemütlich werden. Hier, nimm das als Belohnung. Es ist der letzte Schluck. Okay. Haben wir nochmal beim Ende der Folge nochmal eine Quest erledigt? Okay, interessant. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir aber hier dann einen Cut und machen in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.